So, dann nochmal herzlich willkommen. Ich melde mich nochmal zurück am Wochenende und will eine Kurzeinschätzung für die kommende Woche abgeben, bevor ich irgendwelche Indikationen für die nächste Woche habe. Oder ob auch noch am Wochenende irgendwelche schlechten oder positive Nachrichten rauskommen. Einfach nur ein charttechnischer Ausblick. Aber das, wie es auch hier drin steht, das ist nur meine eigene Meinung und stellt keine Aufforderung zu irgendeinem Erwerb von Optionsscheinen oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Dann kommen wir ja zum DAX. Ich habe hier den DAX-Chart, Xetra DAX, aufgemacht. Und die Zuhörer wissen hier, dass die Wolkenunterkante eigentlich ein wichtiges Anlaufziel war. Hier ist man long gegangen am Freitag. Gleichzeitig sollte es natürlich nicht deutlich unter die Wolke ausbrechen oder beziehungsweise halt schließen. Sonst hätte man auch gleich die Position wieder geben können oder sollen. Hier sieht man, der Rainbow liegt jetzt direkt hier auf der Linie von 10.200 oder 10.188 Punkten. Sollte man im Hinterkopf haben, eben Rainbow Unterkante, Tageschart, Wochenchart, ist das eine Unterstützung. Im Nasdaq bzw. im S&P 500 Index ist definitiv rein gar nichts Negatives passiert. Die Ziele unten waren eigentlich im Prinzip vorgegeben. Im Nasdaq wurden sie auch getroffen. Wenn man jetzt hier diese Abwärtsbewegung eben nochmal spiegelt, nach hier ist es eine ganz normale A, B, C Korrektur. Und wie man sieht, auch sogar noch zeitlich dann von diesem Hoch, wäre dann das von diesem Hochpunkt eben exakt abgearbeitet. Dann am nächsten Tag, also der Montag, könnte es noch leicht nach unten gehen. Aber wie eben schon die Woche zuvor, Wochenmitte werden mit Abgaben gerechnet. Dieses Mal eben ab Mitte, spätestens Mitte, Wochenmitte, mit steigenden Kursen. Da das eben eine ABC-Korrektur ist, kann man auch einen Trendkanal natürlich drüber legen und siehe da, wurde eben dieser Wert dann eben, die Unterkante eben auch erreicht. Also wie gesagt, hier definitiv nichts passiert im Dow Jones Index. Habe ich das eben hier auch hingelegt. Hier hätte eben, wie gesagt, auch noch ein bisschen Platz. Deswegen sind es die Toleranzen. Das sind jetzt gute, ja, 100 Punkte noch, die er sozusagen im Spielraum hätte. Im schlechtesten Fall oder bei Übertreibungsphasen wäre er auch noch knapp unter der 17.000er Marke ein Ziel auszumachen. Also nochmal, das der Abwärtsbewegung stellte keine Überraschung dar. Die Überraschung wäre, wie eben schon immer, schon auch am Freitag erwähnt, sollte es jetzt keine, in der kommenden Woche, keine deutliche Erholung geben. Und eben nochmal kurz zum DAX zu sprechen, im Tageschart liegen eben hier die Marken bei 10.188 Punkten. Übertreibungsphase, Spielraum nach unten bis zur 10.100er Marke. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er wirklich hier dieses Level eben unterschreitet. Alles darunter, das wäre dann definitiv auch für mich eine Überraschung. Ich habe nochmal, oder überhaupt den Eurostox noch mitgebracht. Hier gibt es eben auch eine Pufferzone, ja, die sich etwa noch mit 40 Punkten hier unten anschließt. 3.160 wäre hier die Marke. Alles Weitere
kommt dann von mir am Montagvormittag. Das sind jetzt hier erstmal die wichtigen Erkenntnisse zum Wochenende. Dass nichts Besonderes passiert ist. Allerdings eben, wir sind mit einer Position long. Zu viel antizyklisch sollte man natürlich auch nicht jetzt hier in den Bereich reingehen, sondern nur, wer sowieso Trendfolge ist, ist sowieso überhaupt nicht investiert, egal fast in welcher Zeitebene, dürfte niemand mehr investiert sein. Es sind alles nach unten durchschlagen worden. Und wer dann eben Trendtrader ist, sollte in den unteren Zeitebenen Trendbrüche abwarten, um dann in die Long-Richtung zu investieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.